Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deckschmiede. Und ja, zum Ende der Season, bevor der Patch kommt, gucken wir uns mal ein paar Decks an, ein paar Archetypes an. Wir haben auch schon ein paar im Stream gespielt, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr so gut funktionieren. Und einer dieser Archetypes ist Spione. Der Grund, warum Spione, weil Tailbot in letzter Zeit ein Spion-Deck gespielt hat, was relativ gut funktioniert. Es ist kein Top-Tier-Deck. Spione haben immer noch im Vergleich zu anderen Nilfgaard-Archetypes momentan einen riesen Nachteil, weil sie auch sehr leicht konterbar sind teilweise, wenn der Gegner wirklich die richtigen Antworten parat hat. Aber Spione waren zur Beta-Zeit ein sehr beliebter Archetype. Es war ein sehr komplexer Archetype. Spione zählten damals zu den schwersten Decks zu spielen. Heutzutage ist es auch immer noch so, dass das Deck vielleicht ein bisschen mehr erfordert, als einfach nur Zwerge oder verschiedene Harmonietypen aufs Feld zu bringen. Aber sie können doch noch relativ gut reinhauen. Ich habe mir mal gedacht, wir spielen Tailbots Spion-Deckliste, weil Spione sind eigentlich immer lustig. Okay, was haben wir? Wir haben kaiserliche Formation. Das ist eine Anführerfähigkeit, die kommt in letzter Zeit wieder. Könnten wir vielleicht sogar nächste Season ein bisschen häufiger sehen. Kaiserliche Formation erlaubt es uns, eine Karte um 2 Punkte zu verbessern. Wir haben 4 Aufladungen. Sobald diese Aufladungen verbraucht sind, können wir eine Karte, eine Soldateneinheit aus unserem Deck oben auf unser Deck rauflegen. Und das ist relativ toll, weil diese Soldateneinheit kann man danach halt entweder ziehen oder man beschwört sie sich noch in derselben Runde. Allgemein eine relativ tolle Anführerfähigkeit, die relativ gut Punkte bringt. Und das Wichtige ist halt, wir können unsere Karten, die wir beschützen wollen, beschützen. Das heißt, Engine-Karten können wir um 2 Punkte hochbuffen. Damien Delatour, Steffen Skelden. Ganz wichtig in diesem Deck sind halt auch die Enforcer. Also wir haben Möglichkeiten, unsere Karten zu retten. Steffen Skelden generiert und spielt die letzte Kopie einer Taktikkarte aus. Ist eine relativ gute Karte, weil wir haben auch hier in diesem Deck wieder 2 ganz gute Taktikkarten, die man benutzen kann. Und ja, ist auch nochmal dadurch, dass wir mit der kaiserlichen Formation retten können, relativ gut. Das Wichtigste an diesen Spion-Decks ist eigentlich, möchte ich fast sagen, die Spionageeinheiten, aber ich fange direkt mal mit den Vollstreckern an, mit den Imperia-Vollstreckern. Das ist im Prinzip das Kernstück in diesem Deck. Ne, das Kernstück ist eine Bronze-Einheit. Die Imperia-Vollstrecker, wenn sie im Fernkampf liegen, fügen einer gegnerischen Einheit 2 Schaden zu mit ihrem Befehlseffekt, haben eine Aufladung und das Wichtige ist, sie halten immer eine Ladung, wenn wir eine Einheit mit Spionage ausspielen. Und das ist, worum sich halt dieses ganze Deck dreht. Wir haben eine Menge Einheiten, die sind Spionage-Einheiten, das heißt, wir legen sie auf die gegnerische Spielfeldseite und dadurch werden diese Imperia-Vollstrecker relativ hart, weil 2 Schaden zu verursachen pro Schuss ist schon relativ unangenehm. Das ist halt so eine Karte, wenn die den nördlichen Königreichen drin wäre, wäre die relativ broken, ist sie zum Glück nicht. Aber ja, das ist halt so dieser Sinn dieses Decks. Das heißt, wir spielen eine Menge Spione. Joachim spielt die oberste Einheit aus unserem Deck aus, es ist ein Spion. Und die oberste Einheit aus unserem Deck kann natürlich auch das sein, was wir uns aufs Deck gelegt haben mit der kaiserlichen Formation. Rayman ist ein Soldat, generiert eine Kopie eines Bronzesoldaten aus unserer Hand. Wieder die Imperia ist unser bestes Ziel. Wenn wir einfach nur Punkte brauchen, können wir immer noch eine Schildkröte nehmen. Aber wir geben der Karte auch nochmal 2 Rüstungen. Das heißt, sie wird wesentlich besser überleben. Yennefer's Beschwörung, momentan einfach eine der besten Removal-Karten. Hitzewelle mit einem Extra-Effekt, dass wir die Karte nächste Runde nochmal ziehen können. Hengave-Schwert fügt einer gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Wenn sie dadurch gestorben ist, spielen wir sie nochmal aus. Hengave-Schwert wird benutzt, um unsere Spione nochmalig auszuspielen. Also Joachim müsste man um 2 Punkte schwächen, was durch die Imperia relativ leicht ist. Und dann könnte man einen weiteren Joachim ausspielen, was relativ gut ist. Verteidiger. Wenn wir eine Engine haben, haben wir Verteidiger. Und so ist es auch in dem Deck der Fall. Sehr gute Karte. Bestechung ist momentan eigentlich nie schlecht. Bestechung ist immer eine gute Karte. Eine der besten Möglichkeiten, mit Steffen wieder was zu beschwören. Wir haben den guten Zwiers, der eine gegnerische Einheit mit einer Stärke von 3 oder weniger ergreift. Das heißt, wir können uns unsere Imperia zurückgreifen, wenn wir gegen Nilfgaard selber spielen. Nilfgaard ist allgemein ein ziemlich nerviges Deck gegen dieses Deck, weil sie können uns ziemlich gut auskontern. Ansonsten können wir irgendwas runterschießen und können uns irgendwas klauen. Kohorn spielt eine Taktikkarte aus dem Deck aus, das heißt Bestechung oder Verrat. Das sind unsere besten Taktikkarten. Artorius Vigo ist ein bisschen tricky in diesem Deck. Ist etwas, was ich nicht unbedingt mag, aber wir erschaffen eine Einser-Kopie einer Bronze-Einheit. Das Problem an diesem Deck, was schon aufgefallen ist, wir haben mehrere Bronze-Einheiten. Wir haben mehr als 3 Stück. Ne? Wir haben die Fangzähne, die Informantin, den Emissär, den Vollstrecker, die Mangonelle und die Schildkröte. Das heißt, wir haben 6 Stück. In den meisten Fällen will man den Vigo benutzen, um vielleicht einen Spion zu erschaffen. Das heißt also, man will einen Informantin, einen Emissär oder eine Mangonelle, wenn man viele Imperia-Vollstrecker auf dem Feld hat.
Oder man benutzt ihn vielleicht für eine Fangzähne, um nochmal einen extra Gift-Tick rauszukriegen, weil Gift ist auch ein ganz großes Ding in diesem Deck. Er ist vielseitig, aber er ist leider nicht so zuverlässig wie in den normalen Nilfgaard-Decks. Verrat, man wählt eine gegnerische Einheit an, die fügt ihre Stärke benachbarten Einheiten als Schaden zu, ist momentan tatsächlich, also Verrat kann, das Problem am Verrat kann awkward sein, in einer kurzen Runde ist die Karte meistens nutzlos, Verrat kann aber auch relativ gut sein in einer längeren Runde, wenn der Gegner Karten zusammenspielt, die man dann sehr gut vernichten kann, also entweder Verrat ist weitaus weniger wert als 7 Provisionen oder weitaus mehr, diese beiden Fälle treten in den häufigsten Fällen ein, was leider ein Problem ist, aber ja, vielleicht will man auch einen doppelten Verrat mit dem Steffen ausspielen, was relativ gut sein kann gegen gewisse Decks. Glinis, Assimilieren 2. Wir erschaffen eine Menge Karten. Vigo, Rayman, Pfiffchen, Bestechung, Artorius. Das heißt, Assimilieren 2 ist nie wirklich verkehrt. Roderick ist noch eine weitere Spionageeinheit, die sogar relativ gut ist, weil sie uns unsere Goldkarten rausholt. Und ja, dann haben wir noch ein paar Bronzekarten. Machen wir es ganz kurz. Schildkröte ist einfach nur wegen Punkte da. Nichts Besonderes. Wenn der Buff eine gegnerische Einheit bufft, dann können wir den auch nicht mit dem Wilgefurz oder so entfernen. Was relativ unangenehm ist. Aber ja, solche Mangonelle ist ein bisschen trickiger. Solche Mangonelle generiert ein Kuhkadaver. Das ist auch eine Spionageeinheit. Das heißt, die solche Mangonelle ist gleichzeitig eine Spionage-Einheitskarte. Das Wichtige ist, der Kuhkadaver wird am Ende der nächsten gegnerischen Runde hochgehen und wird beide anliegenden Einheiten vergiften. Und das ist eine relativ tolle Karte, weil solche Mangonelle kann uns ein doppeltes Gift geben. Und mit diesem Gift können wir dann halt umgehen, dass wir die Karten zerstören. Also wenn der Gegner keine Möglichkeiten hat, eigene Karten anzugreifen, gegen Skellige zum Beispiel, ist solche Mangonelle leider manchmal sehr kritisch. Dann können wir zwei Einheiten vergiften. Und der Gegner kann nicht zwei Einheiten auf einmal reinigen. Ne? Das heißt, wir könnten relativ viel Schaden anrichten. Dafür haben wir immer noch die Fangzähne des Kaiserreichs, die beim Ausspielen eine gegnerische Einheit vergiften. Für 4 Provisionen, 4 Punkte. Das heißt, es ist auch kein Negativding. Und ja, damit können wir halt schnell mit Gift dickere Einheiten vom Feld räumen, was relativ gut ist. Haben aber auch gleichzeitig noch Spione ausgespielt. Das heißt, das ist so unser Hard Removal, den wir anstatt Wilgefortz haben. Yennefer's Beschwörung haben wir aber noch drin. Wir haben auch keinen Bonhard, aber wir können gegnerische Einheiten vergiften. Emissaire verbessert eine verbündete Einheit um 7 Punkte. Wenn wir ihn ausspielen, ist eine Spionageeinheit. Er gibt uns so 6 Punkte. Mit jedem Vollstrecker nochmal 2 weitere Punkte. Ist eine relativ coole Karte. Oder eine Informantin, die ist mehr für Assimilieren da. Das heißt, wenn man Glynis oder Torres Vigo auf dem Feld hat, ist eine Informantin relativ toll. Und wir können vom Gegner vielleicht irgendwelche wichtigen Karten klauen. Weiß nicht, sowas wie eine Arethusa Adeptin von den nördlichen Königreichen ist immer ein Premium-Ziel, weil dann können wir mit dem Forcer nochmal jede Runde 2 Schaden mehr machen. Und ansonsten ein Turnierteilnehmer, eine Schlachtvorbereitung zum Beschützen oder Schädigen von gewissen Karten. Das ist dieses Spion-Deck, was Talbot in letzter Zeit gespielt hat. Also es setzt sehr auf Spione, es setzt ein bisschen auf Vergiften. Vergiften kann natürlich ein bisschen trickreich sein gegen gewisse Fraktionen. Wir haben kein Purify, wir haben kein Hard Removal in dem Sinne, dass wir die Verteidiger mit dem Purify wegräumen können. Hard Removal haben wir mit Yennefer's Beschwörung. Aber es ist ein Deck, was relativ gut punkten kann. Es ist ein Engine-lastiges Deck und ich habe mir gedacht, Spione sind immer noch ein sehr beliebter Archetype. Wir spielen mal dieses Talbot-Spion-Deck. Und vielleicht wollte es ja nachbauen, aber wie gesagt, es ist mehr so eine Art, ich würde es schon als höheres Meme-Deck bezeichnen. Ne? Spione können sehr gut sein, aber Spione können auch sehr katastrophal sein. In der kürzeren Runde haben wir immer noch relativ gute Möglichkeiten, dadurch, dass wir Joachim haben, unsere Anführerfähigkeit oder vielleicht sogar einen Rayman oder vielleicht sogar einen Steffen in eine doppelte Bestechung. Das heißt, es ist nicht so anfällig wie andere Spion-Decks in der kürzeren Runde. Und es hat auch eine relativ lange, starke Runde. Aber wie gesagt, das Problem liegt halt, wenn der Gegner gut Enforcer blocken kann, dann haben wir da ein Problem. Aber ja, machen wir eine Runde mit Nilfgaards Spion. Gucken wir uns an, wie es funktioniert. Vielleicht ist es ja auch ein Deck für euch. Bis gleich. Nilfgaard. I forgive you. Gegen Nilfgaard. This time. Okay. Ja, kaiserliche Formation, man sieht es schon, ist momentan so ein bisschen im Kommen. Wir haben 2 Enforcer, wir müssen nicht anfangen. Das heißt eigentlich, Gift ist relativ gut, wenn man nicht anfangen muss, weil man hat eigentlich genug Zeit, das Gift vorzubereiten. Was will ich noch ablegen? Ich möchte eigentlich eine Schildkröte ablegen. Ich weiß nicht, ob ich in der ersten Runde direkt meine Vollstrecke ausspiele. Ich denke eher nicht, ne? Ich könnte noch einen Emissaire ablegen. Ich denke, ich werde sogar noch einen Emissaire ablegen. Ich ziehe noch ein Gelbschwert. So, das Ziel ist jetzt halt in der ersten Runde so ein bisschen die Giftkarten auszuspielen.
die Gegner ein bisschen aufzuhalten. Da ist der gute Wayman. Es krieße in Seifelhörsönen. Und er spielt auch Spione. Okay. Und da ich weiß, dass dieses Gift kein Purify hat, ich könnte mir den sogar klauen. Ich könnte mir auch sogar einen Wayman klauen. Ein Wayman ist eigentlich eine ziemlich gute Karte, die ich mir klauen kann. Möchte ich mal so aussprechen, ne? Weil wir spielen anscheinend dieselben Decks. Art Fiendschildkröte. Ja, wie gesagt, Tailbot hat die Liste so ein bisschen hervorgebracht. Dann gehen wir mal Gift. Kann nur gegnerische Einheiten anschießen, ne? Das heißt, er kann sich nicht um wirklich den Kuhkadaver kümmern. Könnte was dazwischen spielen, aber entweder der Enforcer oder die Schildkröte werden Gift abbekommen. Das ist das Tolle. Das heißt, ich kann mindestens eine von diesen beiden Karten vernichten. Das ist natürlich immer etwas lästig für ihn. Das heißt, er muss sich jetzt aussuchen, was er dagegen tun will. Er hätte natürlich auch noch warten können, bis er wirklich seinen taktischen Vorteil benutzt, aber es ist nicht so schlimm. Eine Informantin der Herzogin, okay. Everyone has their secrets. Everyone. Eine solche Marmonette. Und ein Kuhkadaver. Jetzt könnte ich mir tatsächlich, jetzt ist halt so dieses Ding, warum ich sage, dass ich Vigo tatsächlich ungern mag. Ich kann versuchen, eine Informantin der Herzogin zu erschaffen. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich ein Problem. You will not regret this. Und ich habe es nicht geschafft, aber ich kriege immerhin einmal die Fangszene. Drinking can be hazardous to your health. Hätte den sogar hier mit blocken können, aber ob ich jetzt eine 5er oder eine 1er verliere, ja, gut. Eine 1er wäre schon besser gewesen, also ich hätte da blocken sollen. Das war falsches Positioning von mir. Aber der Gegner hat sowieso noch einen ziemlich starken Enforcer. Weitere solche Mangonelle. Und er benutzt zwei Schüsse. So, ich denke, ich werde diese Runde nicht gewinnen können. Ich könnte höchstens Kohorn ausspielen, könnte mir eine Taktikkarte aus dem Deck rausholen. Verrat wäre jetzt eine relativ gute Taktikkarte. Ne? Könnte auch nochmal die Seuchenmangonelle so ein bisschen retten. Einfach, um noch Druck aufzubauen, aber dann habe ich meine Safe-Bestechung nicht. Aber wenn ich jetzt schon mal, denke ich, einen relativ guten Verrat hinkriege, warum soll ich die nicht nutzen? The Empire will be victorious. Und ich verliere eine 1er Spione, was nicht wirklich schlimm ist. Einen Vollstrecker könnte ich mir jetzt sogar mit dem Hengave-Schwert klauen, aber ich denke mal, der wird da um 5 Punkte hochboosten. Ja. Es war klar. So. Wir haben immer noch unseren Wayman, ne? Also wir haben auch seinen Wayman. Das ist relativ toll, er hat keine Waymans mehr. Und wir haben gleich einen doppelten Wayman, das heißt, wir können mehrere Enforcer auf einmal rausholen. Müssen natürlich nur so ein bisschen auf den Verrat aufpassen. So, und da ist ein zweiter Seuchenmangonell. Der kommt auch raus. Wenn man sich nicht um diese Karte kümmern kann, kann die schon relativ nervig werden. Aber ich passe jetzt einfach, weil er wird mir sowieso nichts bringen. Ich würde mindestens noch 3 Punkte verlieren und selbst dann sieht es für mich auch gerade momentan nicht so rosig aus. Aber ja. Das heißt also, wenn er uns jetzt nicht zieht, fangen wir die letzte Runde an. Und wenn wir die letzte Runde anfangen können, haben wir direkt die Enforcer. Free aufs Feld. Was ziemlich gut ist. So, Turnierteilnehmer möchte ich eigentlich ganz gerne behalten. Ich denke, ich werde einmal die Fangzähne ablegen. Roderick wäre auch ganz gut. Schildkröte ist natürlich auch eine tolle Karte. Ich würde sogar... Das war der Kater. Ich wollte Glinis auf gar keinen Fall ablegen. Oh, Blackie. Er hat da mit dem Schwanz auf die... Das ist so unmöglich. Egal. Haben wir wieder Katzenhard-Mode. Da ist seine Glynis. Okay, und ich denke mal, wenn er Glynis ausspielt, möchte er tatsächlich diese Runde spielen. Das heißt, ich benutze meinen Rayman. Render today! Besima tomorrow! Okay. Oder ich benutze eher gesagt seinen Wayman. Ich habe aber noch meine Enforcer. Das ist alles kein Problem. Und der passt. Okay, das heißt, er hat mich nur rausgelockt. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich habe nur seinen Wayman verprasst. So, jetzt hätte ich ganz gerne meinen. Jetzt hätte ich ganz gerne meinen. Da ist unsere Glynis wieder. Eine Spionin. Und das, das buffe ich tatsächlich mal. Swears ist relativ nützlich, weil ich kann mir ja die klauen.
Ich könnte meinen Rayman halt nach oben legen mit meiner Anführerfähigkeit, aber ich bräuchte halt auch einen Joachim, aber ein Joachim fehlt mir auch. Ich meine, ich krieg immer noch zwei legendäre Karten aus meinem Deck raus, ne? Das ist nicht das Problem. Also mit dem Roderick kriege ich zwei legendäre raus. So, die Frage ist, was will ich noch ablegen? Ich könnte eine Schildkröte ablegen, aber wenn ich eine Schildkröte ablege, dann müsste ich Rayman rausholen, bevor ich den zweiten Vollstrecker ausspiele. Was möglich ist. So, wir buffen mal, weil wir wissen ganz genau, was er in seinem Repertoire hat. Er kann entweder mit Spheres klauen, da ist ein weiterer Vollstrecker. Bufft ihn direkt um 2 Punkte hoch. Weil jetzt könnte ich ihn ja mit dem Spheres klauen. Aber dadurch, dass ich jetzt gleich einen doppelten Spion ausspiele, oder zumindest einen, da ist unser Rayman, das ist ziemlich gut. History shall remember the art of being. Ich werde den noch einmal hochbuffen und ich werde den noch einmal hochbuffen. Ich habe immer noch natürlich noch Angst vor Verrat. Verrat ist noch... Ich hätte natürlich leider keinen Joachim bekommen. So, jetzt legt er sich eine Karte nach oben. Spielt wahrscheinlich seinen Joachim aus. Kann dann die Karte, die er haben will, rausholen. Spheres oder Verteidiger. Okay. Da ist sein Roderick. What is it you want? In seinen Verteidiger. Okay, die Verteidiger sind natürlich ein relativ großes Problem. Er hat immer noch eine Yennefers Beschwörung. Das heißt, er kann unseren Verteidiger gegen uns benutzen. Wir haben den leider nicht mehr. So. Ich könnte jetzt tatsächlich seinen Roderick hochbuffen, dass er den nicht nochmal nimmt. Aber ich denke mal, dass ich eher einen Vollstrecker hochbuffen werde. Ich leg mir meinen Verteidiger nach ganz oben. Spiel noch einen Roderick aus. Spiel noch einen Joachim aus. Und da mein Verteidiger ganz oben liegt, kriege ich meinen Verteidiger auf jeden Fall. So, ich werde das tun. Ich werde den hier ausspielen. Ich werde den tatsächlich hochpusten. Sollte ich schießen? Ah, ich glaube, ich sollte schießen. Weil ich will natürlich an seinem Verteidiger vorbeikommen. Oder ich lasse ihn auf 3 Punkte, damit ich ihn zwirren kann. Ist auch gut für mich. So, er kann natürlich einen Verrat haben. Verrat würde aber meinen Enforcer nicht töten. Kann eine Beschwörung haben. Beschwörung würde meinen Verteidiger wegnehmen. Und dann klaue ich mir einfach seinen Verteidiger. Ich habe jetzt nur leider nicht mehr so viel. Ich habe noch 2 Spione auf der Hand, ne? Glynis hätte ich auch schon früher ausspielen sollen. Eigentlich möchte ich immer Glynis dann ausspielen, wenn ich nicht mit den Vollstreckern spiele. Weil das Problem ist halt, dass Glynis dann teilweise ein bisschen slow ist. Okay, was kriegst du? Fangzähne des Kaiserreichs. Davon könnte er noch eine weitere haben. Aber wie gesagt, ich kann bei dem Verteidiger, ich kann auch erstmal noch einen Vollstrecker ausspielen. Weil solange der Verteidiger noch da ist, ist es nicht wirklich kritisch für mich. Ich meine, Glynis wird noch genug Punkte mit einer doppelten Bestechung machen, wenn die durchkommt. Damien hat er. Okay, kriege ich Damien in einer Runde weg? Nein, weil ich habe nicht genug Schaden. Ich sei denn, ich benutze... Doch, ich krieg den hier weg. Und so das sogar relativ gut. Her Grace will not be pleased. Na, also wie gesagt, die Engines können relativ gut reinhauen am Ende. Damien ist weg. Da sind die Fangzähne. Jetzt habe ich nur leider auch keinen Defender mehr. Damit muss ich aber leben. So. Er hat schon aufgegeben. Ja, ich hätte jetzt noch den Enforcer anschießen können, hätte ihn klauen können. Dann hätte ich 5 Enforcer auf dem Feld gehabt. Dadurch, dass er auch Spione spielt, hätte ich mit Bestechung vielleicht sogar noch weitere Spione rausbekommen. Also, das Deck kann schon relativ gut Punkte machen. Ne? Das war jetzt natürlich gerade ein Mirror-Matchup, was relativ lustig ist. Aber, wie gesagt,
Es ist eine Deckliste von Talbot, die gehen immer schnell rum, weil Talbot war im Prinzip der, der auch Joker mit Cleaver erst so richtig populär gemacht hat nach seinem Turnierauftritt, indem er gesagt hat, das ist der beste Anführer. Davor hat immer jeder Sigismund Dijkstra gespielt und danach war halt wirklich so, jetzt siehst du nur noch diese doppelte Wildcard mit Joker, was relativ interessant ist, aber es hat sich wirklich durchgesetzt. Also Talbot macht immer relativ starke Decks. Und die werden auch relativ häufig gespielt. Wir machen noch eine Runde mit dem Deck, um zu gucken, wie es funktioniert. Vielleicht dann mal gegen ein Nicht-Mirror-Matchup. Aber ja, ihr habt gesehen, wenn man dieses Deck nicht aufhält, sind da sehr, sehr, sehr viele Punkte möglich. Bis gleich. Syndikat. Das ist natürlich eine Fraktion, die kann problematisch werden, weil Syndikat kann, wenn sie richtig spielen, sehr böse uns aufhalten. Okay, wir fangen erstmal mit einem solchen Mangonell. Verteidiger ist natürlich ein Blackie. Er haut schon wieder mit dem Schwanz auf die Maus. Und ich habe Angst, dass er schon wieder Karten ablegt, die ich nicht ablegen will. Kater. Okay, das ist eigentlich eine zu gute Goldhand. Das Problem ist natürlich der Verteidiger hier. Blackie. Zuck nicht so mit dem Schwanz. Was will ich noch ablegen? Ich denke, da ich den Enforcer nicht in der ersten Runde spiele, werde ich die Informante noch ablegen. Kriegen Svias. Was ist denn los? Ja, Mao. Aber nach Sage. It's time. Into Portal, into Doppel. Nutten. Nein, sogar gar nicht. Was? Fistech-Schmuggler? Okay. Ich spiele übrigens gerade wieder Rangliste, ne? Also, es ist jetzt kein Casual-Matchup hier, was ich habe, was sehr interessant ist. Ja, was will ich tun? Ich habe wieder meine Gift-Möglichkeit. Gift ist eigentlich am Anfang immer relativ gut, vor allem, weil ich keine Goldkarten ausspiele. Und ich denke, ich werde mich um die hier kümmern. Jetzt kann er natürlich auch seinen Verteidiger rausspielen. Aber der Verteidiger, wenn ich meine Vollstrecker nicht in den Runden spiele, könnte der Verteidiger für mich ein Problem sein. Ich habe keinen Purify-Effekt. Ich muss dann zwei auf einmal. Verrat macht den Job nicht wirklich gut. Mit Zwirs sich einzuklauen, lohnt sich nicht wirklich. Das heißt, Verteidiger entweder jetzt rauslocken, was natürlich nicht so toll wäre. Oder aber Fistech. Gib mir einen Verbündeten einer Gift. Okay. Spielt tatsächlich auch mit Gift. Was nicht das allergrößte Problem ist. So, ich könnte einen Vigo rausholen. Der kostet mich natürlich aber auch immer so einen Spionslot. Aber nach Sage könnte ich mir natürlich mit dem Schwert klauen, aber ich habe nur das Schwert als Artefakt, also macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Die Sache ist jetzt halt, wie will ich weitermachen, ne? Ich möchte eigentlich schon ganz gerne die Verführerin vernichten. You will not regret this, good sir. Okay. Fangzähne des Kaiserreichs. Feeling a bit peckish. Dann vergifte ich sie. Jetzt wäre natürlich noch eine weitere Seuchmangonelle eine sehr gute Karte. Habe ich aber leider gerade nicht. Das ist immer böse. Wenn zwei Karten vergiftet sind, dann muss man eine opfern. Es sei denn, man kriegt wirklich diese Ratte weg. Was heißt Ratte? Es ist ein Kuhkadaver. Ich habe es nur früher mal Ratte genannt. Ich nenne es auch jetzt immer wieder Ratte, weil so eine Ratte ist, die auf dem Spielfeld liegt und die einfach nur nervt und die kriegst du nicht wirklich weg. Skellige hat gute Möglichkeiten mit Selbstschädigung. Können Priester ausspielen, können ihre Hauer raufspielen. Andere Decks, da sieht es wiederum dann wieder so ein bisschen kritisch aus. Ne? Die können tatsächlich Probleme haben. Okay, erläutert eine Einheit. I can't wait to hear your wicked flesh sizzle. So, das heißt, wenn er die reinigt, ja, sieht gerade nicht so toll aus für mich in der ersten Runde. Ich habe auch nicht mehr wirklich sehr viele Giftoptionen. Ich kann natürlich jetzt noch den Fistech-Schmuggler vergiften. Gift scheint momentan etwas beliebter zu sein. Ist auch eine super Mechanik. Aber Mutantenhund, der spielt wirklich ein Giftdeck. So, die Sache ist immer noch, ich kriege die 9er Karte nicht wirklich weg. Ich könnte mir mit Zwirs einen Mutantenhund klauen. Das würde mir jetzt insgesamt 5 Punkte bringen. Was heißt 5 Punkte? Das würde mir insgesamt 8 Punkte bringen, weil die Verführerin sich noch um einen Punkt bufft. Würde ich es danach noch schaffen, mit einer weiteren Karte aufzuholen. Kohorn würde wahrscheinlich ausreichen. Kohorn bringt mir 6 Punkte. Das wären 14 Punkte. Ich denke aber auch noch nicht, dass er jetzt passen wird. Ne? Das heißt, vielleicht sollte ich erstmal mit Kohorn anfangen, aber der könnte mir auch immer noch eine Bestechung rausholen.
Das heißt, ich habe eigentlich gerade gar nichts, was ich wirklich so tolles opfern will. Ha. Das heißt, ich passe. Man kann mit dem Deck auch relativ früh passen. Wenn der Gegner einen ziehen will, haben wir immer noch die Vollstrecker in einer etwas längeren Runde und auf einer kürzeren Runde haben wir immer noch unsere Anführerfähigkeiten, zur Not auch noch einen Joachim. Also das ist nicht das größte Problem. So, wir haben Vollstrecker. Und jetzt hätte ich furchtbar gerne eigentlich einen Raymond oder sonstiges. Wir ziehen einen Steffen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Aha, haben leider nicht unsere Spionkarten, nicht unsere Tutorenmöglichkeiten, also wir haben keinen Roderick. Da haben wir aber den Kohorn. Kohorn ist relativ gut in Verbindung mit Steffen, weil dann könnte ich ein Doppel-Bribery immer noch erschaffen. Hätte ich aber auch ganz gerne Gesühnis in der Runde. Ich habe immer noch einen Raymond mit einem Imperia-Vollstrecker, was auch nicht wirklich verkehrt ist. Ich denke, ich werde einen Verrat ablegen, weil, okay, wir ziehen sogar unseren Roderick. Verrat ist mir anscheinend in dem Matchup momentan so ein bisschen Dorn im Auge. Es kann gut sein, aber es muss es nicht. Verrat kann gut sein, muss aber nicht. Azar Javed. Pissing in the wind can often sire the deepest regret. Hat Syndikat eine gute Möglichkeit, 5 Schaden zu machen? Ja. Das heißt also, wenn ich Raymond jetzt ausspiele, sollte ich den Vollstrecker einmal buffen. Er kann einfach ein Kopfgeld draufsetzen. Oder er könnte einen Borsodi ausspielen. Das würde ausreichen, um diese 5 Punkte zu machen. Also lieber einmal hier unseren Vollstrecker um 2 Punkte verbessern. Können die Anführerfähigkeit frei benutzen. Das ist der Vorteil an dieser Anführerfähigkeit. Wir können sie jederzeit benutzen, wenn wir sie wollen. Wir können jederzeit unsere Karten verteidigen. Das ist wirklich das, was ich an diesem kaiserlichen Formation-Ding mag. Und er hat sogar einen Borsodi, ne? Das Problem ist, reicht trotzdem aus. Nein, es reicht nicht aus. Okay. Ja, das würde in der nächsten Runde ausreichen. Aber bevor es zu der nächsten Runde kommt, benutze ich tatsächlich erstmal meinen Defender. Möchte ich den noch um 1 Punkt boosten? Er könnte den Verteidiger wegreinigen, aber wenn der Verteidiger mit dem Kalkstein wegreinigt, hat er keine 2 Münzen zur Verfügung. Der Kalkstein gibt auch nur 2. So, ich könnte mir noch einen Verteidiger für den Melee-Bereich klauen mit Zwias. Das ist ein Mutantenhund. Und er vergiftet sogar direkt und knallt meinen Enforcer weg. Okay, aber seine Anführerfähigkeit ist raus. Das heißt, sofortig vergiften ist weg. Was relativ schön ist für mich. So. Ich habe keine weitere Taktikkarte auf der Hand. Das heißt, ich kann jetzt sogar mit Kohorn eine Bestechung rausholen. Nothing will stop us. Mal gucken, was ich von ihm kriege. Fistech-Schmuggler, gib mir eine Gift. Wir haben keine weitere Vergiftungsoption mehr. Das heißt tatsächlich die verwegene Verführerin. Oh, looks like some. Das war nicht wirklich die beste Karte ist. Also von den Punkten her sind wir nicht wirklich gerade sehr weit hinten. Ne? Wir haben immer noch eine Karte mehr. Wir haben immer noch unsere Anführerfähigkeit, aber er hat noch immerhin 2 Schüsse mit dem Borsodi frei, die er jetzt benutzt. Haben aber trotzdem nur noch mehr Punkte. Das heißt, ich mache mir da gar nicht so viele Sachen. Er spielt ein weiteres. Er spielt nochmal ein Portal aus. Doppelportal. Mit Sage und. Wow, der ist da richtig auf Gift ausgelegt. Okay. Ich könnte mir eine Goldkarte aus dem Deck rausholen. Ne? Ich könnte mir eine Glinis rausholen. Jennifer's Beschwörung würde mir nicht wirklich sehr viel bringen. Wobei, ich könnte ein Pedal rausholen. Also ich könnte ein Pedal klauen mit einer Beschwörung, könnte nächste Runde nochmal mein Handgelbschwert wiederbeleben. Das denke ich aber alles nichts, was sich großartig lohnen würde. Das heißt, ich benutze jetzt erstmal einen Zwias und klaue mir einen von seinen Skarabäen oder benutze ich erstmal einen Vollstrecker? Ich glaube, ich benutze erstmal einen Vollstrecker. So, Borsodi könnte, er könnte 4 Münzen auf einmal kriegen, das heißt, er könnte 2-mal schießen, das heißt, ich sollte ihn mindestens einmal hochbuffen. Will ich ihn gleich ein zweites Mal hochbuffen? Ist es der letzte Vollstrecker, den ich habe? Ja. Frage beantwortet. Wenn ich diesen Vollstrecker verliere, verliere ich halt ein bisschen mehr wahrscheinlich. Spielt aber auch ein sehr interessantes Deck. Okay.
Dass er gleich einen vollen Kredit kriegt, habe ich nicht damit gerechnet. Aber was immer noch nicht das größte Problem ist. So, was will ich jetzt rausholen? Roderick in... Oder in Yennefers Beschwörung. Ich sollte mir erstmal wahrscheinlich seinen Verteidiger klauen. Come on, Stalkers. We ride. Ich finde es auch lustig, dass er sein Portal nicht zerstört hat mit der Kreditlinie. Anstatt dessen lieber seinen eigenen Skarabäen. Aber wahrscheinlich deswegen, weil er die Münzen haben wollte. Aber damit haben er sich einen Verteidiger ausgenockt. Okay, Priester des ewigen Feuers. Wir place our trust in you, eternal flame. So, eine Karte, die ich auf jeden Fall nächste Runde ziehen will, kann ich nach oben legen, solange es ein Soldat ist. Das heißt, ich könnte eine Glynis nach oben legen. Ich habe aber nicht mehr wirklich sehr viele Erschaffen-Karten. Das heißt, Glynis bringt mir nicht wirklich sehr viel. Wenn ich jetzt halt tatsächlich einen Steffen ausspiele. Andere Sache ist, ich könnte mal meinen letzten Enforcer nach oben legen. Und ich denke mal, mein letzter Enforcer wäre tatsächlich die beste Möglichkeit. What do you need me to do? Will ich ihn buffen? Was ist, wenn ich Steffens Geld nicht buffe? Er müsste erst an dem Verteidiger mit 3 Schaden vorbei. Ich buffe ihn tatsächlich nicht. Ich heb mir den Buff auf. Ich denke nicht, dass er am Verteidiger gleichzeitig vorbeikommt und Steffen Scalen 5 Schaden zufügen kann. Er könnte einen Spaß Button Ponta benutzen. Das würde ihm aber maximal 2 Schüsse zur Verfügung stellen. Ne? Das ist so eine der schlimmeren Karten, die ich mir vorstelle. Irgendwas, was ihm extrem viele Münzen gibt. Er müsste den Siegesmodikstra halt dafür spielen. Hat er nicht. Okay. Das heißt, wir spielen jetzt mal ein Bestechen. Oh, das ist natürlich toll, ne? Schade, dass wir keine Münzen haben. Da muss vorne gespielt werden. Kriege ich irgendwie Münzen? Habe ich irgendwas, was mir Münzen gibt? Nein, ich habe nichts, was mir Münzen gibt, ne? Ah, schade. Der wäre halt relativ toll gewesen, ihn für die nächste Runde zu behalten, aber... Please wait, Your Excellency. Falling behind. Geht wohl nicht. Okay, wir haben eine kurze Runde. Wir können jetzt immer noch einen Joachim rausholen. Was ich bräuchte, wäre tatsächlich, glaube ich, mein Vollstrecker. Oder meine Glynis wäre auch noch eine Möglichkeit. Verrat ist auf einer kürzeren Runde nicht die beste Karte. Das habe ich ja schon gesagt. Allgemein habe ich sehr schlecht gezogen. Verrat erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Goldkarten kriege, die ich haben will. Also erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Glynis jetzt rausziehe. Das heißt, ich behalte Verrat tatsächlich mal auf der Hand. Schlachtvorbereitung nehme ich ab. Okay, brauche ich jetzt noch Verrat? Roderick wird mir jetzt im Prinzip Joachim rausholen und eine Yennefers Beschwörung. Was eigentlich relativ toll wäre. Kann natürlich auch versuchen... Nein, ich ziehe die Schildkröte. Okay. You do the Emperor proud, oh. Aber ich kann mir den Enforcer nach oben legen. Kann Joachim ausspielen. Und kann den Enforcer sofortig, ja, oder es liegt sofortig geboostet auf meinem Feld. Was relativ toll ist. Push on! No Joachim mercy. In meinen Enforcer. So. Ich krieg natürlich noch einen weiteren Roderick raus. Das heißt, ich krieg noch einen weiteren Spion raus. Ich könnte aber noch einen weiteren Joachim rausholen. Was will ich lieber haben? Will ich Yennefers Beschwörung haben oder eine Karte, die ich sehr stark geboostet habe mit Joachim? Um 8 Punkte. Na, solche Mangonelle und Fangzähne des Kaiserreichs sind, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Gold shines brightest in the presence of fire. Das ist jetzt halt die Frage. Ich habe keinen Last Say, ne? Das heißt, ich glaube, Beschwörung wäre tatsächlich etwas weniger wert. Hingegen würden mir auch die beiden Karten, ja, entweder 12 Punkte oder 13 Punkte, bringt mir, glaube ich, sogar mehr als eine Beschwörung. Bringen Sie mal ein paar Punkte mit Glynis. Also Glynis lohnt sich halt auch so. Kriegen einmal Fangzähne des Kaiserreichs.
Und ich nehme mal... Ich denke nicht, dass ich die zwei Punkte wirklich brauche. Ich könnte aufheben, ich hebe auch mal auf. Er hat keine Münzen, das heißt kein Morales, kann kein Instant Graden benutzen. Verrat ist jetzt nur leider ein bisschen awkward, weil es nur 6 Punkte weg ist. Da ist der Würstchenmacher. I hear it's a secret family recipe. Okay. Wir haben immer noch einen Verrat und immer noch einen Schuss. Verrat sind 6 Punkte, Schuss sind 2 Punkte. Ich könnte vielleicht noch irgendwas wegnocken, wenn es sein muss. Der hohe Inquisitor Hellwreath. Den sollte ich entfernen. Problem ist, wenn ich den weghaue. Reicht das von den Punkten her aus? Hat er noch was, was sehr viele Münzen gibt? Das ist nicht das, was ausreicht von den Punkten her. 5 Punkte. Kann mit seiner letzten Karte 5 Punkte machen. Das ist ein Boss Hodi. Das reicht locker aus. Schade. Anyone can be bought. Only questions at what price. Um 3 Punkte aber verloren. Es war ein interessantes Deck. Es war wirklich ein sehr interessantes Deck. Aber es war auch ein Meme-Deck, ne? Ja, hätte ich irgendwas anders machen können. Beschwörung wäre nicht wirklich besser gewesen. Ich glaube, er hatte wirklich am Ende noch Glück, dass er die Flamme rausgeholt hat. Portal mit Flamme, mit Swarm, mit ganz viel Gifteinheiten. Interessante Mischung. Aber so viel Purify kann man natürlich gar nicht haben, wie er vergiften konnte. Also von daher würde ich da schon irgendwas durchsetzen. Hätte ich irgendwas anders machen können. Hätte ich vielleicht Steffen aufheben sollen für die letzte Runde. Hätte ich. Hätte ich meinen Forster nicht rausholen sollen. Hätte ich vielleicht jedenfalls, aber jedenfalls Beschwörung hat mir deutlich weniger Punkte gebracht. Es ging sich einfach in dem Moment nicht auf. Ne? Haben leider in der zweiten Runde ein paar ganz gute Karten verloren. Auch ein paar ganz gute Spione. Ich hätte ganz gerne eigentlich in der zweiten Runde eine Glühnis auf der Hand gehabt, weil ich glaube, mit dem ganzen Erschaffen hätte ich da mehr Punkte rausholen können. Aber ja, es ist ein relativ lustiges Deck. Es ist nicht das stärkste Deck. Man hat es, glaube ich, gesehen. Aber es kann durchaus mit anderen Decks mithalten. Und von daher, momentan ist sowieso nur diese Meme-Zeit, wo viele solche Decks spielen. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und wenn ihr Lust habt, probiert ganz gerne mal Nilfgaard-Spione aus. Vielleicht werden sie ja sogar mit dem nächsten Patch etwas gebufft. Aber das bleibt abzuwarten. Bis dann, haut rein und ciao. In the game of kings, one must remain vigilant. Lest lesser men take advantage. My advisors speak of strategy like chess. Yet beasts need no such thing to dominate. We must invest in our arms and capabilities, or see our strategy fail unfairly. Our foes will not hesitate to bear their full strength. And neither should we bow before your rightful king.